Die kommende Monsunsaison hat auch ihren Charme. Besonders beliebt bei den Taiwanesen sind dann Reisen in die höher gelegenen Bergregionen, von denen man aus dem Wandel der Wolkenmeere das Spiel der Lichter in der Nacht beobachten kann. Fotografen und Filmfreunde halten dies gern im Zeitraffer fest. Besonders beliebter Anlaufpunkt ist der Dalun-Berg in der Zentral-Taiwan in der Nähe von Lugu im Landkreis Nantou. Dort gibt es übrigens auch grünen Tee der Extraklasse zu kaufen. Im Frühjahr bringt der südwärts ziehende Nordostmonsun viel Feuchtigkeit, die bei abkühlenden Temperaturen in den Abendstunden ein wechselhaftes Wolkenmeer, teils auch wie Wasserfälle aussehend, erschafft. Ab Höhenlagen über 1000 Metern kann man sich des Spektakels erfreuen. Sollte es mal nicht bewölkt sein, auch gut. Dann hat man einen wunderbaren Blick auf die Milchstraße.